Was wir aber überlegen, ist eben, ob wir so Ansparmodelle machen könnten, zum Beispiel über Investitionsfreibeträge über einen längeren Zeitraum. In diesem Zusammenhang vielleicht eine weitere Frage. In Österreich ist es derzeit so, dass die langfristige Finanzierung am Kapitalmarkt, also wenn private Anleger am Kapitalmarkt investieren, der Kapitalertragssteuer unterliegt. Das ist unabhängig von der Bindungsdauer. Dadurch kommt es natürlich auch zu einer verminderten Kapitalbereitstellung für die Unternehmen. Wäre es hier für Sie denkbar, dass man Anreize schafft, steuerlich, dass langfristige Kapitalanlagen begünstigt werden? Ich meine, auch diese Frage ist schon sehr lange diskutiert worden. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist, wie kann ich die Eigenkapitalbasis stärken? Und dazu brauche ich ein Steuersystem, das eigenkapitalfreundlich ist. Wir haben jetzt einige Maßnahmen gesetzt, aber es ist sicher noch nicht ausreichend. Was wir aber, glaube ich, nicht machen sollten, ist, dass wir Systeme aushöhlen und uns dann gleichzeitig den Vorwurf kritisch zu unterwerfen haben, dass die Systeme immer komplexer und komplizierter werden. Daher sehe ich hier jetzt derzeit aktuell keine Möglichkeit, eine solche Maßnahme zu setzen. Also eine Möglichkeit würde hier immer genannt in diesem Zusammenhang, dass man sagt, okay, man bindet es an die Bindungsdauer. Das heißt also Veranlagungen, die über 5 Jahre zum Beispiel andauern, dass die kapitalertragsteuerfrei werden. Die Diskussion ist eine lange und wird auch immer wieder intensiv geführt. Ich halte es auch für richtig, dass man diese Dinge auch intensiv diskutiert. Aber aus diesen Gründen, auch der Komplexität, sind wir dem jetzt nicht näher getreten. Was wir aber überlegen, ist eben, ob wir so Ansparmodelle machen könnten, zum Beispiel über Investitionsfreibeträge über einen längeren Zeitraum. Und wenn dann diese Eigenkapitalmittel, die steuerschonend erwirtschaftet wurden, für Investitionen eingesetzt werden, dann wäre das so ein mögliches Modell, wie man dem begegnet, ohne gleich die gesamte Kiste auszuhöhlen.